Deutschland sind so viele Flüchtlinge angekommen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Da könnte man sich natürlich jetzt mal überlegen, ob man nicht selber Hand anlegt und den Menschen hier bei uns hilft. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Die Frage ist nur, wo und wie. 2014 sind rund 60% mehr Asylerstanträge eingegangen als im Vorjahr. Der größte Anteil Asylsuchender stammt aus Syrien, Eritrea, Somalia und aus Osteuropa. Allein in Bayern sind im letzten Jahr 45 neue Gemeinschaftsunterkünfte entstanden. Um die Lebenssituation der Menschen dort zu verbessern, sind viele Hilfsorganisationen auf freiwillige Helfer angewiesen. Wir fangen ganz simpel an. Und ich tippe einfach mal Flüchtlinge helfen München ein. Mal sehen, was da rauskommt. Also man kommt schnell auf Geld spenden, aber so aktiv sein ist gar nicht so einfach. Ich bin jetzt hier bei der Caritas beim Freiwilligenzentrum und da gibt es online zwar so eine Engagementbörse, aber ich habe keine einzige Stelle drin gefunden. Aber hier gibt es eine Hotline. Wenn Sie sich engagieren wollen, wenden Sie sich an die zentrale Hotline der Caritas. Dann mache ich das doch einfach. Hier soll ich also Infos bekommen, wo ich mich in München engagieren kann. Sebastian Meinberg hier, hallo. Der Mann am anderen Ende nimmt sich 20 Minuten Zeit für mich. Trotzdem, so einfach ist es nicht. Schönen Tag noch, wiederhören, ciao. Und? Ja. Er fing gleich an, indem er gesagt hat, also da gibt es ja ganz, ganz viel, was Sie machen können. Mhm. Und es kommt also immer darauf an, wer man ist, was man möchte, wie viel Zeit man hat, was man kann. Deshalb kann er mir auch nicht direkt eine Stelle vermitteln. Aber ich bekomme Tipps, wo ich weitersuchen kann. Ich habe etwas gefunden. Ja. Da kannst du dich eintragen, jetzt. Sagst, wann du kommen willst. Und kommst du einfach. Und sortierst Kleiderspenden. Das ist wirklich einfach. In Doodle eintragen, fertig. Sebastian, da gehe ich jetzt mal hin. Ja, dann viel Erfolg. Toi, toi, toi für dich. Ich mache dann mal weiter, weil ich habe noch nichts gefunden. Aber ich werde was finden. Hallo. Hallo, Ariane. Nicole, eine fleißige Helferin. Ja, ganz genau. Mit Material? Mit Material. Mein erstes Mal Freiwilligenhilfe. Ich bin gespannt. Bevor es ans Sortieren geht, bekomme ich noch eine kurze Einweisung. Man muss immer als erstes auf den Kragen schauen. Mhm. Wenn der schon verdreckt ist, dann kann man es eigentlich gleich wegtun. Okay. Man muss schauen, dass die Nähte alle gut sind und natürlich auch Flecken kontrollieren. Wir wollen ja ein herzliches Willkommen sagen mit guten Textilien, die wir spenden. Also es hat einfach was mit Würde zu tun. Ja. Ich bekomme eine Liste, auf der steht, was ich aussortieren soll und was gerade gebraucht wird. Herrenkleidung in Größe S und M. So. Am besten Arbeitshandschuhe anziehen. Muss ich mir Sorgen machen? Ja. Ach du meine Güte, wirklich? Ja. Es gibt Sachen, in die man nicht reinfassen möchte. Ja, dann mal auf ans Werk, ne? Außer mir ist heute nur eine weitere Freiwillige da. Susanne ist 29, gelernte Krankenschwester und Studentin. Da sind wir schon zwei. Ja, alle. Genau. Freut mich. Die Woche ist Susanne hier und das ist ihr wichtig. Das Gefühl, was tun zu können, was irgendwie helfen zu können. Mhm. Klar, ich helfe meinen Leuten, meinen Patienten im Krankenhaus und arbeite da, aber irgendwie noch dieses soziale, unentgeltliche Gefühl. Und Hilfe wird hier dringend gebraucht. Jeden Tag gehen im Schnitt 8 Tonnen Kleiderspenden ein. An manchen Tagen sind es sogar bis zu 20 Tonnen. Und zum Sortieren kommen unter der Woche nur 2 bis 4 Freiwillige. Da, deswegen jetzt hier die Handschuhe. Das ist sehr ekelhaft. Mhm. Riecht dermaßen auch, ne? Ja, genauso wie hier irgendwelche Kissen. Und sogar der Käfer noch drauf ist. Schon krass, was die Leute hier teilweise so abgeben. Die aussortierten Klamotten sind um einiges mehr. Als das, was wir wirklich nutzen konnten. Das ist ja deprimierend. Deprimierend. Nur 10% können direkt an Flüchtlinge weitergegeben werden. Circa 15% müsste man noch waschen und über die Hälfte wird aussortiert und in andere Sammelstellen gebracht. Dabei könnte man online nachlesen, was gebraucht wird. Bei dem würde ich mir echt das glatt überlegen wegen dem Text, also wegen dem Spruch. Okay, ich sag mal so, für Flüchtlinge ist es nichts, aber wir können es nach Dresden zur Pegida schicken. Da wird's passen. Aber wir sind fertig.
Einer ist geschafft. Einer ist geschafft, genau. Aber jetzt. Dann kommt der nächste. Das ist eine unendliche Geschichte hier. Ich halte fest, hier zu helfen ist ziemlich unkompliziert und ein bisschen Spaß hat's auch gemacht. Aber es gibt bestimmt noch mehr zu tun, als Kleider zu sortieren. Ich recherchiere immer noch. Vermittler für Ehrenamt, sogenannte Freiwilligenagenturen, gibt es überall in Deutschland. Tatendrang in München, Gute Tat in Berlin, Mensch zu Mensch in Köln und so weiter. Konkret helfen kann man mit Patenschaften oder auch mit speziellem Fachwissen. Hier gibt es zum Beispiel so ein Angebot, das ist extra für Jurastudenten und Juristen, die dann Rechtsberatung anbieten für Flüchtlinge. Vorhin habe ich schon gesehen, dass Mediziner gesucht werden für medizinische Beratung. Sowas kann ich natürlich alles nicht machen. Ich habe ja nichts Vernünftiges gelernt. Die wenigsten Aufgaben kann man sofort machen. Aber über eine Facebook-Gruppe werde ich dann doch noch fündig. Bei einer Hausaufgabenhilfe in Augsburg. Da kann ich mir anschauen, wie die arbeiten und vielleicht sogar ein bisschen mithelfen. Hallo. Hedwig, hi. Sebastian. Sebastian, hallo. Wir machen heute Hausaufgaben, beziehungsweise genau. Wir helfen dabei. Und zwar einmal müssen alles klar, wir hier ja. Lang. In dieser Gemeinschaftsunterkunft leben ca. 200 Menschen. Viele davon sind Kinder und die brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben. Das übernehmen meist Freiwillige aus der Nachbarschaft. Hedwig hat selbst als Ehrenamtliche angefangen. Jetzt arbeitet sie hier neben ihrem Lehramtsstudium und coacht die freiwilligen Helfer. Gut. Also hier ist der Raum, wo dann gleich die Hausaufgaben stattfinden werden. Warum machst du denn das ganz persönlich oder was motiviert dich? Also für mich ist es das, dass ich hier das Gefühl habe, wirklich helfen zu können und auch direkt merke, okay, das bringt was. Ja, mal sehen, was es bringt, dass ich heute dabei bin. Wie heißt du denn? Himmel, Sebastian. Himmel, kannst du das mal vorlesen, was da steht? Die Mütze. Die Mütze. 91, richtig. Genau. Das ist jetzt, da muss ich mal kurz überlegen, wie das hier gedacht ist. Hier kann ich mit 70. Hedwig? Man muss sich ja schon reindenken in diese ganzen Aufgaben, auch selbst wenn es nur Grundschulaufgaben sind. Müssen dann die Leute deswegen regelmäßig kommen und wirklich wöchentlich dabei bleiben, damit das auch alles gut funktioniert? Oder was sagt ihr denen? Also wir haben es so, dass pro Halbjahr immer die gleichen Leute kommen. Dass wir die immer die gleichen Bezugspersonen haben. Komm, jetzt. Schlag ein. Beim Kleidersortieren konnte ich ziemlich unverbindlich helfen. Langfristig und persönlicher ist da eine Patenschaft. Denn viele Flüchtlinge brauchen Unterstützung im Alltag. Deshalb bin ich in Berlin. Mir und Iman haben eine Patenschaft und zeigen mir, worauf es dabei ankommt. Da ist die Tür schon offen? Ja. Hallo, Ariane. Hallo, hi. Hi, Ariane. Hi. Iman war im Iran Fußballprofi und hat Psychologie studiert. Seit 3 Jahren lebt er hier in einer Gemeinschaftsunterkunft. Mir hilft ihm, wann immer sie es schafft. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist der Fußball. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wir haben uns ja nicht über so ein Patenprogramm oder so kennengelernt, sondern wir haben sozusagen unsere eigene Patenschaft so entwickelt. Also wir haben einfach genau, uns über den Fußball kennengelernt. Und dann hat sich das so ergeben, dass mich jemand gefragt hat, kannst du mir vielleicht mal da helfen, ein Formular auszufüllen? Oder was heißt das? Er hat irgendwas nicht verstanden. Wo sind denn die Hauptprobleme? Was muss man genau tun? Wie kann man unterstützen? Im gesundheitlichen Bereich. Ja. Ne? Zum Beispiel einfach zum Arzt zu gehen. Die Überweisungsscheine zu organisieren, dann die Kostenübernahme beim Sozialamt und so weiter. Zweite Sache ist Deutschkurs. Ich glaube, es gibt viele Deutschkurse hier, aber ich glaube, kann besser sein, dieser Deutschkurs. Mhm. Bei Qualität, glaube ich. Ja. Ja, dritte ist, glaube ich, Wohnung. Mhm. In Wohnheim ist wirklich schwierig für Leben. Denn in den Wohnheimen leben viele Menschen auf engstem Raum. Mia erzählt mir, dass es manchmal für 100 Leute nur 2 Toiletten gibt. Da hilft es, einfach mal rauszukommen und was zu unternehmen. Und Spaß macht es beiden. Was ist das? Da waren wir schwimmen. Am wichtigsten ist für die beiden aber Fußball und der Verein Champions ohne Grenzen. Einmal die Woche trainieren sie Kinder aus Imans Wohnheim und die holen wir jetzt ab. Hallo Iman! Hallo! 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 Hallo!
So, wie schaut's bei euch aus? Sind alle Hausaufgaben erledigt? Wir sind fertig, Marianne. Jetzt noch die Bude aufräumen und dann ist Schluss für heute. Bis morgen. Ciao, Maria. Nachhilfe im Flüchtlingsheim ist manchmal mehr als einfach nur den Mathestoff der zweiten Klasse zu erklären. Ja, irgendwie versucht man da, die natürlich irgendwie da rauszuholen. Aber oft ist es natürlich schwer, weil ich auch nicht genau weiß, was haben die erlebt oder wie kann ich am besten helfen. Und es sind ja immer noch, also das sind ja sehr, sehr viele schöne Momente, die man hier erlebt, auf jeden Fall. Und die überwiegen dann doch. Wenn man erstmal das Richtige für sich gefunden hat, ist Helfen gar nicht so schwer. Oft gibt's Möglichkeiten direkt um die Ecke. Und Spaß kann das Ganze auch noch machen. Auf dem Fußballplatz können die Kinder aus Imans Heim ihre Probleme vergessen. Genauso wie Iman. Übrigens, viele Hilfsorganisationen suchen ehrenamtliche Trainer. Hier auf dem Platz können Iman und Mia ihre Erfahrungen an die Kinder weitergeben. Das sieht ja auch alles sehr harmonisch gerade aus, ne? Jetzt frage ich mich natürlich, nirgendwo ist immer Harmonie. Gibt es, also denkst du dir manchmal auch, das überfordert mich jetzt oder da scheitere ich auch? Es geht dann so darum, um Situationen, um seine Vergangenheit geht, um diese schwierige Situation im Iran, wie er sich da gefühlt hat, dann ist es schon so hart auch, weil das sind ja richtige, das sind ja richtig traumatische Erlebnisse, die er da auch hat und ich bin ja nicht psychologisch irgendwie ausgebildet oder so. Puh. Aber irgendwie auch klar, zu so einer Patenschaft gehört schon mehr als nur zusammen kicken. Was sind wir? Mia und Iman unterstützen sich gegenseitig und lernen voneinander. Sie sind ein Team. Und Achtung, wenn ihr mal hier drauf klickt, dann könnt ihr noch einiges mehr von dieser kleinen, feinen Sendung hier sehen. Natürlich könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren, damit ihr unsere fabrikneuen Beiträge immer als Erste seht. Hier oder hier oder hier. Bist du schon auf Menü? Nee, noch nicht. Repeat. Ja. Ah. Abonnieren. Weiterschauen. Weiterschauen. Abonnieren. Wie lange muss ich das jetzt halten? Warte. 3, 2, 1.